hat zu zahlreichen Widersprüchen in den unterschiedlichen Rechtsschulen, sowohl im Islam, aber auch in den geistlichen Rechtsschulen und materiellen Rechtsschulen geführt. Und zwar die Frage, besteht der Mensch lediglich aus einem materiellen Körper oder aus einer materiellen und immateriellen Schöpfung? Und hierzu erwähnen die Philosophen zahlreiche, durchaus sehr komplizierte Beweise. Wir werden aber ein paar davon einfacher kennenlernen. Und zwar, hierzu wird zum einen das sogenannte Beweis der Gegensätzlichkeit erwähnt. Was hat das mit sich? Was bedeutet das? Wir können ein ganz normalen alltäglichen Beispiel nehmen, und zwar, wenn wir die Nacht wahrnehmen, wie nehmen wir diese wahr? Sie ist dunkel. Ja? Die Nacht ist dunkel. Können wir aber zum selben Zeitpunkt auch ihren Gegensatz wahrnehmen? Also den Tag? Nein. Also wir können nur eine Sache zu einer bestimmten Zeit wahrnehmen. Entweder dunkel, die Dunkelheit, oder die Helligkeit, und zwar entweder Nacht oder Tag. Weiterhin, wenn wir etwas Saures schmecken, können wir gleichzeitig auch etwas Süßes schmecken? In der gleichen Zeit, im selben Moment? Nein. Erst dann, wenn das Saure vorbei ist. Und hier ist ein Beweis dafür, dass die Sinnesorgane eingeschränkt in ihre Funktionen sind. Sie können nur eine Sache zu einem Zeitpunkt wahrnehmen. Jetzt lass uns die Seele betrachten im Vergleich zu dem materiellen Sinnesorgan. Und zwar die Seele kann in derselben Zeit, wir können es vielleicht gleichzeitig jetzt in diesem Moment versuchen, sowohl Helligkeit, Tag, Nacht, Dunkelheit, Süßes, Saures, Bitteres vorstellen. Oder nicht? Die Vorstellung von den Eigenschaften. Das können wir. Also die Seele kann die Gegensätzlichkeiten zum selben Zeitpunkt sich vorstellen, aber die Sinnesorgane, die materiellen Sinnesorgane nicht. Sie können nur eine Sache zu einem Zeitpunkt wahrnehmen. Das ist das erste Beweis. Soweit klar? Sehr schön. Was ist ja ein zweiter Beweis zu sagen? Und zwar, hier wird gesagt, der zweite Beweis beschäftigt sich mit der Frage, ob der Intellekt des Menschen ein materielles Organ ist. Also wie zum Beispiel das Gehirn in seiner Form. Und hier bleiben wir nochmal bei den Beispielen der Sinnesorgane. Und zwar, wir gucken uns das Auge an. Womit sehen wir? Auge. Das Ohr kann hören. Mit dem Mund schmecken wir. Mit der Nase riechen wir. Können wir aber mit der Nase hören? Nein. Sehr gut. Können wir mit dem Ohr schmecken? Auch nicht. Jedes Sinnesorgan hat nur eine Funktion. Und wenn wir es behaupten, der Intellekt ist ein materielles Organ, dann muss der Intellekt ja gleichzeitig nur sich auf eine Funktion einschränken. Aber wir haben ja festgestellt, wir können gleichzeitig hören, sehen, riechen und schmecken. Und das ist, bestes Beweis dafür ist, wenn wir Erinnerungen wieder aufrufen. Nein, vielmehr, der Intellekt, die Seele ist diejenige, die sieht, schmeckt und hört. Nicht die Sinnesorgane. Vielleicht sagt jetzt jemand, wie das? Die Seele sieht und schmeckt? Das ist ja fremd. Auch ein Beispiel. Die Situation hatten wir vielleicht alle. Und zwar, wie oft es uns passiert, dass wir eine Sache suchen, die in der Hand liegt. Oder jemand hört, ruft uns und wir nehmen ihn nicht wahr. Obwohl er vielleicht neben uns sitzt. Weil wir uns vielleicht in unserem Smartphone versunken sind. Was stellen wir daraus fest? Dass, wenn der Intellekt, wenn die Seele die Wahrnehmung eines Sinnesorgans sich nicht zuwidmet, dann wird diese Wahrnehmung gar nicht stattfinden. Und somit stellt sich fest, dass eigentlich die Seele diejenige, die sieht, die hört, die riecht und die schmeckt. Klar oder nicht? Ja, eigentlich sind das ja Beispiele oder Tatsachen, die wir im Alltag vielleicht erleben, uns aber nicht wirklich auffallen oder nicht immer auffallen. Und drittens wird gesagt, wäre die Seele materiell, dann müsste sie der materiellen Gesetze unterworfen sein. Und hier auch ein Beispiel aus unserem Alltag. Ja, wir bleiben am besten im Alltag, weil das Beispiele sind, die wir erlebt haben. Und zwar ein Schüler oder ein Student, er verbringt seine Zeit mit dem Lernen, um sich Wissen anzueignen. Und mit der Zeit werden seine Sinnesorgane abgenutzt.
Sie werden nicht schwächer. Und wir sehen beispielsweise, viele unserer Lehrer, Dozenten und so weiter und so fort tragen Brille, weil ihre Sehkraft oder die Sehkraft schwächer geworden ist. Und was stellen wir daraus fest? Mit der Zeit, durch das Lernen oder Studieren, nehmen oder werden die Sinnesorgane abgenutzt, verbraucht, nennen wir es mal so, während gleichzeitig die Seele wächst. Ja? Wir eignen uns Wissen an und daraus ernährt sich die Seele. Und dementsprechend stellen wir ein weiteres Beispiel oder eine weitere Tatsache, dass da ein Gegensatz, dass diese zwei Schöpfungen, Seele und Körper, nie im Leben eine gleiche Schöpfung sind. Dass beide, entweder das eine ist materiell und das andere immateriell, ansonsten gibt es da Widersprüche. Und zuletzt möchte ich noch ein weiteres Beweis erwähnen, und das ist der letzte für heute, und zwar, das ist der Philosophen Platon und Descartes. Und diese behaupten, dass die Materie keine Bewegung von sich aus auslösen können oder kann. Damit die Materie in Bewegung kommt, muss eine Art, ein Antrieb, ein äußerlicher Antrieb stattfinden. Und wenn wir das auf die Seele und auf den menschlichen Körper beziehen, dann kann sich der Körper ohne die Seele nicht bewegen. Und die Seele bewegt sich wiederum durch den Willen des Menschen. Und dieser Wille ist nicht materiell. Das ist auch ein bekanntes Beweis von den zwei Philosophen.